Du möchtest möglichst schnell möglichst viele Schläge von deinem Score loswerden. Gleich zeige ich dir 7 Wege, wie du deinen Traumscore erreichen kannst. Also bleib dran. Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Christoph Bausig von Progressive Golf Video und ich mache interessante Videos zum Thema Golf und wie du dein Spiel verbessern kannst. Und damit wir uns in Zukunft nicht versäumen, würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst und die Glocke daneben drückst, damit du auch in Zukunft sofort informiert bist, wenn es bei mir wieder ein neues Video gibt. So, ich komme jetzt zu meinen Top 7 Wege, wie man Schläge am Golfplatz spart. Aber vorher möchte ich ganz gerne von dir wissen, wo glaubst du, verlierst du die meisten Schläge? Wo lässt du die meisten unnötigen Schläge am Golfplatz liegen? Ich würde mich sehr freuen, wenn du in der Kommentarsektion darüber schreibst, damit wir darüber sprechen können. Nummer 7. Keine kurzen Putts mehr verschieben. Es ist sehr, sehr typisch, dass Amateurgolfer pro Runde zwischen 3 bis 5 kurze Putts einfach vorbeischieben. Der Hauptgrund ist es, dass sie einfach diesen Schlag zu selten üben. Kannst du aus 1 Meter am Puttinggrün 20 Bälle hintereinander einlochen? Fällt dir das schwer? Wenn ja, dann würde ich mich mal mit den kurzen Putts beschäftigen, weil hier kannst du sehr, sehr viele Schläge sparen. Ich habe zu diesem Thema ein Video gedreht, das du hier oben sehen kannst. Nummer 6. Vermeide einen zweiten Chip, Pitch oder Bunkerschlag rund ums Grün. Ja, wer kennt das nicht? Man steht kurz vor dem Grün nach einem okay Schlag und möchte aufs Grün spielen und auf einmal verhängt sich der Schläger, man schlägt den Ball fett und man muss noch einmal chippen. Diese Schläge sind ganz, ganz schlimm, weil sie ungefähr so schlimm sind wie ein Strafschlag. Oft entsteht das dadurch, weil man versucht, gefühlvoll hinzuspielen, aber die Technik nicht gut beherrscht, beziehungsweise man den Schlag einfach nicht genug geübt hat. Du solltest schauen, dass du auf alle Fälle das Grün triffst und dir eine Technik zurechtlegen, mit der du ganz, ganz sicher beim nächsten Schlag putten wirst. Wenn du da keine vernünftige Technik hast, habe ich ein Video gedreht über eine spezielle Chipart, die sehr verlässlich funktioniert, wenn man nicht viel Zeit zum Üben hat. Nummer 5. Strafschläge vermeiden und schlechte Schläge besser akzeptieren lernen. Ja, es ist sehr typisch bei Amateurgolfern, dass sie auf jeder Runde einige Outbälle, Wasserbälle und unspielbare Bälle haben. Und diese Strafschläge, die zerstören das Score ganz, ganz gewaltig. Hier heißt es, Abschied nehmen von den Strafschlägen. Und da geht es darum, wie man den nächsten Schlag plant. Wenn ihr zum Beispiel ein Fairway habt und daneben, kurz neben dem Semiraff gleich links, ist gleich daneben ein Out, dann macht es keinen Sinn, dass man mit der Fairway zielt, weil einfach das Out viel zu nahe ist. Hier ist es dann wohl besser, dass man eher rechts zielt, sprich sogar ins Semiraff anhält und auch versucht, das wirklich ehrlich hinzuschlagen, sofern natürlich rechts nicht eine weitere Strafe lauert. Aber was ich damit sagen will, ist, man muss nicht zwingend mit der Fairway sein, um ein Loch gut zu überleben. Manchmal kann es auch eine gute Strategie sein, einfach wirklich nur von der Gefahr wegzuspielen. Und da ist es gut, wenn man hier richtig überlegt am Abschlag und eine gute Planung macht und nicht zwingend vom perfekten Schlag ausgeht, weil der kommt ganz, ganz selten. Eine weitere Sache, die ich häufig sehe, ist, dass bei Löchern, wo man über ein Wasserhindernis spielen muss, dass einfach ja, schlichtweg viel zu wenig Schläger gewählt wird. Man geht immer von dem perfekten Schlag aus, dass der super passt über den Teich, aber oft landet er kurz im Teich, einfach weil nicht genug Schläger genommen wurde. Die Profis, die kalkulieren immer etwas extra ein, immer eine extra, ja, extra 10, 15 Meter ein, für den Fall, dass sie sich zum Beispiel beim Wind geirrt haben oder der Wind während des Schlages dreht oder dass sie den Ball einfach nicht gut getroffen haben, dass sie trotzdem eine Chance haben, dass der Ball über das Wasser fliegt und sie zumindest keinen Strafschlag kalkulieren. Okay, jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, was ist, wenn er dann Ball dann gut trifft?
Ja, möglicherweise ist er dann einmal ein bisschen zu lang, aber es ist immer noch besser, als einen Strafschlag zu kassieren für einen Wasserball. Denke über diese Strategie ein wenig nach und ich hoffe, du kannst das in deinem Spiel sofort einsetzen. Nummer 4. Vermeide fett getroffene Bälle. Es ist niemals schön, wenn man Bälle schlecht trifft, aber es gibt eine Sorte von Bällen, die ganz, ganz schlecht sind für das Score. Und zwar, das ist der Schlag, wo der Boden zuerst getroffen wird und dann erst der Ball, also der fett getroffene Ball, wie man im Fachjargon sagt. Das Schlimme daran ist, dass sobald der Schläger in den Boden eindringt, so viel Energie verpufft, dass der Ball nicht mehr weit fliegen kann. Und man kann sagen, dass der Schlag ungefähr ja, fast gleich schlimm ist wie ein Strafschlag. Optimalerweise ist es ja, den Ball und den Boden mehr oder weniger zur selben Zeit zu treffen oder ja den Boden ein bisschen näher zum Ziel als den Ball zu treffen. Aber das ist natürlich recht schwer und viele Amateure hauen, wie gesagt, immer vorher in den Boden rein. Der getoppte Ball ist auch nicht gut, keine Frage, aber der getoppte Ball, der hier oben getroffen ist, hat den Vorteil, dass er zumindest vorwärts geht. Er macht Meter, auch wenn er nicht schön ausschaut. Das heißt für euch, wenn du Probleme hast, dass du immer wieder fette Bälle schlagst, vergewissere dich, dass du auf keinen Fall den Boden rechts vom Ball triffst, sogar ein bisschen vielleicht zu weit links. Riskiere vielleicht einmal einen getoppten Schlag, aber der Fette ist überhaupt nicht drin. Zu dem Thema fetten Ball habe ich auch ein hübsches Video gedreht und ich glaube hier oben sieht man das, kannst du zu dem Link kommen, wo du das Video anschauen kannst. Nummer 3. Lerne den Platz gut kennen. Wann immer du einen fremden Platz spielst, dann versuche vorher eine Proberunde zu spielen, um den Platz gut kennenzulernen. Schau dir genau an, wo die sichersten Zonen sind, aber vergiss dabei nicht, dass du auch aggressiv sein willst, also quasi die aggressivsten, sichersten Zonen willst du suchen. Überlege auch, was die Konsequenz ist, wenn du dorthin spielen willst, wenn der Ball nicht perfekt getroffen ist, wenn der rechts oder links abweicht, was die Konsequenz ist. Ob da Strafschläge lauern oder eh nur der Semiraff oder eine Strafe, mit der man eventuell leben kann. Was ich oft gerne mache, ist, das ist ein kleiner Geheimtipp, ich schaue gerne auf Google Earth Satellitenaufnahmen an von dem Golfplatz, den ich spielen möchte und kann so ganz toll einschätzen, wie der Platz aussieht von der Luftperspektive und kann dir nur raten, probier das mal bei einem Platz, den du nicht kennst, du wirst überrascht sein, was für schöne Sachen man da sieht. Nummer 2. Vermeide hohe Annäherungsschläge. Amateurgolfer spielen rund ums Grün häufig den Annäherungsschlag viel zu hoch. Oft nehmen sie ein Sandwich spielen mit diesem Schläger den Ball aufs Grün. Mit einem Sandwich ist der Ball in der Regel, wenn man technisch nicht gut ist, sehr schwer zu treffen. Und es würde sich auszahlen, dass man öfters mit einem flachen Eisen wie Eisen 8, Eisen 9 oder ähnliches chippen versucht. Sehr bald hat man dafür ein Gefühl. Außerdem sollten es Amateurgolfer tunlichst vermeiden, bei Annäherungsschlägen ums Grün die Schlagfläche zu öffnen, um einen Lobshot zu spielen. Also alle Schläge, die hoch sind, wie Lobshots, bereiten in der Regel nur Probleme. Fette Bälle, getoppte Bälle, anderes Gemurkse. Und ihr seid sehr gut bedient, wenn ihr diesen Schlag vermeidet. Zum Thema Schlägerwahl beim Chippen habe ich ein weiteres Video gedreht und den Link findest du hier oben. Die Nummer 1 von 7 Wegen, wie man seinen Score verbessert, ist: Lerne den Driver länger zu schlagen. Ja, du hast richtig gehört. Ich habe nicht gesagt, versuche den Ball gerader zu schlagen, sondern ich habe gesagt, versuche ihn länger zu schlagen. Tatsächlich ist es so, und das zeigen die Statistiken, dass es besser ist für das Handicap, je länger, desto besser. Also je besser man sein will im Handicap, desto länger muss man den Abschlag machen. Das macht auch irgendwie Sinn. Stell dir vor, du hast ein 400 Meter Loch, du kannst deinen, oder 300, sagen wir ein 380 Meter Loch, du kannst deinen Driver, ja, sagen wir 180 Meter schlagen. Jetzt kommst du mit einem guten Abschlag vielleicht auf 200 Meter vor das Grün und jetzt kannst du eigentlich das Grün mit dem zweiten Schlag nicht erreichen.
Wärst du jetzt so lang, dass du den Driver zumindest 200 oder sagen wir sogar 210 Meter schlagst, was ja für einen erwachsenen Mann ja nicht unmöglich ist, dann würde dieses 380 Meter Loch nur mal zu ca. 170 Meter spielen. Und er könnte wohl, weil er auch mit den Eisenlängen ist und mit den Hybridenlängen ist, wohl ein langes Eisen oder sogar ein Hybrid oder ein Hybrid ins Grün spielen. Damit ist er dann auch nicht nur, dass er dann am Grün ist oder in der Nähe des Grüns ist, er hat vielleicht auch ab und zu die Chance auf Birdie zu putten. Im Gegensatz zum anderen Szenario, wo er dann noch zumindest einen dritten Schlag braucht und dann bestenfalls aufs Par rauft. Und diese Situation wird nicht nur einmal pro Runde entstehen, sondern mehrmals. Und man wird merken, aha, mit 20 oder 30 Meter mehr vom Abschlag werde ich öfters Birdie spielen und weniger ums Par raufen und werde meine Bogeyquote auch verringern. Das heißt, ich empfehle meinen Schülern, allen Amateurgolfern, dass sie auf der Driving Range, wenn sie mit dem Training mehr oder weniger fertig sind, dass sie noch so fest wie es geht, zumindest noch 10 vollgeschlagene Drives schlagen. Egal wo der Ball hingeht, es geht nur um Geschwindigkeit, nur dass sie lernen, den Schläger schnell zu bewegen. Die an der Richtung kann man ein anderes Mal arbeiten, aber es geht darum, dass man wirklich, wirklich schnell wird. Und wenn man das nach jedem Training so macht, 10 Mal, ich würde sagen so 2 bis 3 Mal die Woche, häufiger muss man das nicht machen, wird man mit der Zeit höchstwahrscheinlich merken, dass man an Länge gewinnt und dass man auch den Ball wahrscheinlich häufiger in der Schlagflächenmitte trifft, was beim Driver unglaublich wichtig ist. Und auf das solltet ihr auch extrem achten. Nehmt Stunden bei Golflehrern, verbessert eure Technik, konzentriert euch, dass ihr den Ball in der Mitte trefft und versucht ihn härter zu schlagen. Du wirst den Ball, optimiere den Driver, geh zu einem Fitting und du wirst merken, wenn du länger bist, wirst du besser. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du ihm einen Daumen hoch gibst. Und bitte vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit wir uns in Zukunft wiedersehen. Das war Christoph Bausig von Progressive Golf Video. Bis bald!